2004 sind wir mit Freunden nach China geflogen. Und eine Freundin, die Chinesisch studiert, die hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt und uns in viele Clubs geschleppt. Und da sind wir zum ersten Mal auf chinesische Bands aufmerksam geworden. Wir wussten bis dahin überhaupt nichts über Punk und Rock in China und wussten auch überhaupt nicht, dass es da so eine Szene gibt. Wir hatten nur das gelesen, was alle im Moment über China lesen, dass China ein Land der Konsumenten und der Arbeitsbienchen ist und dass uns China demnächst überholen wird und dass es ein sehr wirtschaftsstarkes Land ist. Und wir haben nicht geahnt, dass wir da auf so eine große Szene stoßen würden. Es war so, dass wir häufig eine Band am Morgen anriefen, die uns am Nachmittag einlud, mit ihnen ein Interview zu machen. Danach einlud, mit ihnen in den Proberaum zu gehen. Danach sind wir mit ihnen essen gegangen. Ins Konzert gegangen. Danach ins Konzert. Am anderen Morgen durften wir mit ihnen und ihrer Familie Karaoke machen. Wurden wir zum Karaoke-Singen eingeladen. Es ist so, dass wir im Grunde mehr oder weniger bei denen eingezogen sind. Das kann man besonders schön sehen in der Szene, wo wir in diese Punk-Wohnung kommen. Bei Joyside, dass wir da eigentlich praktisch schon Familienmitglieder geworden sind. Wir alle haben ja Punk zur Mode verkommen sehen im Westen und da hat es mich total gefreut, dass der Punk anscheinend auf die andere Seite des Erdballs gerutscht ist und dort plötzlich wieder eine Berechtigung hat. Wir wollten zeigen, dass es in China sehr viel Mut braucht, so ganz anders zu leben als der chinesische Mainstream und nicht mit Mitte 20 eine Familie zu gründen, einen tollen Job zu haben, ein Apartment zu kaufen, sondern das zu machen, worauf man Lust hat und dafür nicht unbedingt honoriert zu werden, weder finanziell noch durch eine wahnsinnig große Zuhörerschaft. Maybe I spend most of my time in thinking, just thinking. Watching TV. Watching TV and thinking. Yeah, okay. My life is She loves beer, and every day the life starts from the beer. Das Interessante ist, dass es ja kein Aufstiegsmodell ist, in China Musiker zu sein. Und deswegen war es auch folgerichtig, dass alle unsere Musiker eigentlich nicht aus sehr reichen Familien, aber doch aus, sagen wir mal, vielleicht wären das hier bildungsbürgerliche Familien. Also die kommen eher aus bildungsbürgerlichen Familien und sind insofern privilegiert, als dass sie es nicht so erstrebenswert finden, große Karrieren hinzulegen. Mariosa Baby. I think 你可能受这个影响，所以特别喜欢音乐，我就可能跟这个有关系。 My mother said maybe I'm influenced by her. 我可能和别的父母有点不太一样的是，我对孩子的那个，就是我对他骄傲，不是说他变成一个有名的人，或者是。 Wenn man in Deutschland einen Film machen will, muss man ja ziemlich viele Anträge stellen und das dauert alles ewig, bis die bewilligt sind. Meistens werden sie dann nicht bewilligt und das war einfach für uns nicht der entsprechende Weg und deswegen sind wir an diesen Film auch relativ punkrockmäßig gegangen
Und zwar haben wir einfach unsere Dispo-Kredite geplündert oder ausgeschöpft und sind mit dem Geld nach China geflogen und haben einfach angefangen zu drehen. Der Film wurde ja sehr guerillamäßig gefilmt mit winziger Kamera, was auch im Prinzip nicht anders möglich war, weil wir nie eine Drehgenehmigung bekommen hätten für große Technik. Als wir im Schnitt saßen, waren wir dann alle total euphorisiert von unserem Protagonisten, von dem Material, was wir hatten. Uns war es irgendwie dringend mit dem Film. Der wollte in die Welt, wir wollten, dass der Film in die Welt kommt. Die Leute kamen immer nach den Screenings auf uns zu und wollten unbedingt die Platten der Bands kaufen, die sie jetzt in dem Film gesehen hatten. Und ich finde, wir wären einfach auf halber Strecke stehen geblieben, wenn wir jetzt aufhören würden und nur die Bands sichtbar und mich auch hörbar machen würden im westlichen Raum. Unser Label heißt Fly Fast Records und wird im April an den Start gehen mit der neuen Platte von Joyside, der Punkband, die auch in Bad Tube Up ist, mit die wichtigste Band ist. Wir werden parallel zum Kinostart Joyside in Deutschland auf Tournee schicken, wahrscheinlich auch Österreich, Schweiz und in England.